Kohlekraftwerke sind weltweit die größten Verursacher von klimaschädlichem CO2. Um internationale Klimaziele zu erreichen, ist die Abschaltung von Kohlekraftwerken eine potenzielle Option. Es handelt sich um eine globale Herausforderung, ökologisch und ökonomisch. Aber es gibt Alternativen. Ein mögliches Schlüsselelement für die Dekarbonisierung von Kohlekraftwerken ist das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entworfene Konzept Third Life für Kohlekraftwerke. Das Kohlekraftwerk soll nach seinem zweiten Leben als Gaskraftwerk zu einem vollständig kohlendioxidfreien Wärmespeicherkraftwerk umgerüstet werden. Durch die vorhandene Infrastruktur und die mögliche Arbeitsplatzsicherung bietet sich die Perspektive, die Kraftwerke einem dritten Lebenszyklus zuzuführen. Ein Konzept, das an geeigneten Standorten in der Welt kostenneutral umgesetzt werden kann. Wärmespeicherkraftwerke nutzen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen, um Hochtemperatur-Wärmespeicher zu erhitzen. Diese Wärme wird anstelle von fossilem Brennstoff zur Stromerzeugung genutzt. Turbinen und Generatoren aus dem ehemaligen Kohlekraftwerk werden dabei weiter gebraucht. Die schwankende Leistung der Wind- und Sonnenenergie wird durch ein Speichermedium abgefangen. So wird regelbarer Strom garantiert, entsprechend dem aktuellen Bedarf der Verbraucher. Hochtemperatur-Wärmespeicher dienen als Brücke zwischen fluktuierender erneuerbarer und regelbarer Energie. Die globale Umrüstung von Kohlekraftwerken zum Third Life, also zu Wärmespeicherkraftwerken, kann eine effiziente Maßnahme sein, um die Dekarbonisierung weltweit voranzutreiben und internationale Klimaschutzziele zu erreichen.